The Legend of Zelda Triforce Heroes wurde auf der diesjährigen E3 2015 bei der Nintendo Direct angekündigt. Kommt noch im Quartal 4 dieses Jahres auf den Markt für den Nintendo 3DS. Und ich hatte ja auf der E3 die Gelegenheit, das erste Mal Hand anzulegen, 10 Minuten reinzuspielen und mich selbst davon zu überzeugen. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich habe mich gleich wirklich im ersten Screen schon an das letzte Legend of Zelda für 3DS erinnert gefühlt. Nur, dass natürlich diesmal eine große Änderung gibt, nämlich wir spielen zu dritt. Also ein kleiner blauer Link, ein kleiner grüner Link und ein kleiner roter Link. Wir haben erstmal lokal gespielt. Wie das mit dem Online-Modus aussieht, hat Nintendo noch nicht ganz sagen können. Da wissen sie leider selber noch nicht, ob dann ein dritter Spieler dazu gemischt wird oder wie das dann so ganz funktionieren soll. Lokal hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, denn wir wurden da gemeinsam ins Level geschmissen, das wir zuvor gemeinschaftlich auswählen konnten. Jeder hatte ein Vote, eine Stimme, welchen Dungeon wir denn nun spielen wollen. Und daneben wird auch immer schön angezeigt, welche Waffen ich für diesen Dungeon brauche. Das heißt, im nächsten Schritt kann ich mir dann mein Kostüm auswählen, das ich in den Dungeon mitnehme. Wenn das ein Dungeon ist, der also eine Pfeil und Bogen braucht, dann sollte ich natürlich das Kostüm nehmen, das drei Pfeile abschießen kann, damit ich in dem Dungeon noch besser bin als die anderen, die nur den einen Pfeil haben. Die Rätsel, der Aufbau, die Monster, das ist eben alles noch sehr klassisch Zelda für den 3DS. Also das heißt, wer die Teile mochte, wird sich da auf jeden Fall freuen. Nur gibt es natürlich jetzt eben auch Rätsel, wo man zu dritt zusammenarbeiten muss, sich zum Beispiel gegenseitig auf die Schulter nehmen kann. Das eröffnet auch eine ganze Menge Potenzial für Trolle, denn man kann sich einfach auf die Schulter nehmen und die anderen Leute schön vom Rand des Levels schmeißen. Nicht so schön, aber man schadet sich damit eigentlich auch selbst, denn man hat eine gemeinschaftliche Lebensanzeige. Also wenn ihr den Roten einfach am Rand runterschmeißt, dann habt ihr auch selbst ein Herz weniger. Das heißt, ihr solltet also nicht rumtrollen, außer ihr mögt euren Mitspielern nicht so gerne. Ihr könnt auf jeden Fall auch kommunizieren in dem Spiel. Da gibt es unten kleine Buttons, wo man zum Beispiel sagen kann, nimm mich auf die Schultern oder no oder lass uns mal da lang gehen oder hey, das war voll super. Also die wichtigsten Sachen sind da drin. Mir fehlt so ein bisschen so ein Richtungsanzeiger, um zu sagen, ey, lieber Typ, der mich gerade irgendwie trägt, geh doch mal da hinten in die Ecke. Da muss man dann so ein bisschen abwarten, bis der halt auch wirklich das tut, was man will. Das ist mit Mitspielern im gleichen Raum vielleicht ganz einfach, aber mit Mitspielern, wenn man dann wirklich irgendwann mal online spielen sollte, könnte das noch ein bisschen tricky werden. Ich bin gespannt, ob das dann so funktioniert, wenn andere Leute machen, was sie wollen. Erster Eindruck ist aber auf jeden Fall ganz gut. Es ist immer noch ein Zelda, es ist ein neues Zelda für den 3DS. Und